Schwerer Verkehrsunfall zwischen Schönstadt und Bracht. Montagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht ein Unfall, bei dem 4 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer aus dem Landkreis Korbach aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der mit 2 Personen besetzte Audi geriet in den Gegenverkehr und krachte in einen Kombi. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kombi in einen Straßengraben. Die Fahrerin des Wagens wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ihr Beifahrer wurde ins Traumazentrum auf die Lahnberge transportiert. Die beiden Insassen des Audis wurden offensichtlich nicht verletzt. Zumindest verzichteten sie auf eine Nachuntersuchung im Krankenhaus. Neben Polizei und Rettungssanitätern waren 35 Feuerwehrleute aus allen Kölber Ortsteilen im Einsatz, sowie der Führungsdienst und der leitende Notarzt des Landkreises.